أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيره خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Brüder, es geht weiter mit unserer Reihe, mit unserer schönen Reihe, ein Seelenführer für die Kranken. Wir sind beim 15. Heilmittel, Alhamdulillah. Untertitel von heute Abend heißt, die geliebten Diener. Wer die geliebten Diener sind, werden wir heute Abend erfahren. Und wir werden heute Abend auch erfahren, ob wir die geliebten Diener Allahs sind oder nicht, liebe Brüder. Ihr wisst, wir machen das schon seit 2015. Vorher noch hatten wir auch oft zu tun mit jungen Menschen, Jugendlichen, liebe Brüder. Und vor allem seit 2, 3 Jahren sehe ich etwas, was regelmäßig unter den jungen Menschen gesprochen wird. Nämlich über Ziele, Erfolg, Arbeit. Und das ist gar nicht verwerflich. Das ist gut, dass junge Menschen, ja, vor allem jetzt in unserem Fall, die meisten von euch sind Migranten, ja, Ziele haben, Perspektive haben, arbeiten wollen, richtig? Nach Erfolg streben. Und dann bleibt es nicht dabei, dass es nur in den Gesprächen hier bleibt, also die ich hier mitkriege, liebe Brüder, ja, so in den Teerunden, ja, oder auch draußen unter Verwandten. Dabei bleibt es nicht. Auch auf Social Media sieht man das. Ja, ganz oft willst du erfolgreich werden, dann kommt eine Werbung, dann mach das und das. Kennt ihr alle. Ja, sehen wir alle, bekommen wir alle zu sehen, liebe Brüder. Viele Muslime machen das jetzt auch. Ja, irgendwie investier da, ja, Halal Banking da und so weiter. Liebe Brüder, wie gesagt, es ist nicht verwerflich. Dann gibt es ein Prinzip, was verfolgt wird in dieser Strategie oder in diesen Unterhaltungen, was man so raushört. Ich denke, Bruder, du musst ein Ziel haben, du musst arbeiten. Diese Arbeit, die du machst, aber muss beständig sein. Und wenn die Beständigkeit vorhanden ist, ist gleich Erfolg. Richtig? Und die Frage heute Abend oder die Einleitungsfrage heute Abend ist, was ist dein Ziel? So, du bist ein junger Mann, so 20 aufwärts, denke ich, ist Publikum hier. Ja, vielleicht einige sind noch vielleicht jünger, ja, aber ab 20 sagen wir mal. Was ist dein Ziel? Finanzielle Stärke, Familie aufbauen, Ehe, weiß ich nicht, Vorarbeiter werden. Jeder von euch hat gewisse Ziele, richtig? Universität jetzt beenden, ja. Schnell die Ausbildung beenden, damit ich Papa sagen kann, ich will heiraten. Richtig? Jeder von uns hat verschiedene Ziele. Und diese Ziele, daraufhin arbeitet man. Und diese Arbeit ist eurerseits beständig in dieser Richtung, liebe Brüder. Und ihr seht es selbst in eurem Leben, wenn die Beständigkeit da ist, sagt ihr, Mann, das ist Erfolg. Weiterbildung ist Erfolg. Finanzielle Stärke ist Erfolg. Ehe zu führen ist Erfolg. Oder die in diese Richtung zu gehen, ist Erfolg. Universität beenden ist Erfolg. Stabile Körper haben ist Erfolg. Und dann gibt es natürlich die andere Sparte, ja, was man auf Social Media auch sieht, gesund ernähren. Ist nicht verwerflich, super, richtig? Aber es wird so zutage gebracht, liebe Brüder, als ob es das absolute Erfolg wäre. Finanzielle Stärke, Vorarbeiter werden, Universität beenden. Wie gesagt, diese sind nicht verwerflich. Es wird zu einem Problem, liebe Brüder, wenn wir es als absolutes Erfolg sehen. Liebe Brüder, ein Muslim muss bei dieser Regel Ziel, Arbeit, Beständigkeit, Erfolg ganz am Anfang etwas anderes stehen haben. Liebe Brüder, nämlich Iman. Liebe Brüder, Iman muss da sein. Denn mit dem Iman lernst du den wahren Ziel.
oder das wahre Ziel? Mit dem Iman weißt du, wie man arbeitet, halal oder haram. Ja? Mit dem Iman weißt du, wie die Beständigkeit in Balance gemacht wird. Ja? Itidal, sagen wir, die goldene Mitte. Nicht zu viel von etwas, nicht zu wenig von etwas. Und Iman führt zu Erfolg. Und wenn wir das als Einleitung nehmen, liebe Brüder, dann müssten wir noch eine Frage eigentlich, ja, die jetzt berechtigt ist, noch einmal hinhören. Nämlich, was ist denn in Wirklichkeit Erfolg? Was ist in Wirklichkeit Erfolg? Und unsere Religion muss die Antwort darauf geben, der Islam. Schauen wir mal. Wir legen jetzt die Brille Social Media, Instagram ab, TikTok ab und nehmen die Brille Iman, ja, was ganz vorne stehen muss, liebe Brüder, und auf. Und jetzt schauen wir mal Erfolg mit der Brille des Imans an. Erfolg, liebe Brüder, mit der Brille des Imans wird im Islam betitelt als Muwafaq. Ja? Muwafaq, liebe Brüder. Im Türkischen sagt man auch Muwafaqiyet. Allahu Ta'ala ist Muwafaq etsin. Richtig? Im Arabischen gibt es dieses Wort auch, liebe Brüder. Muwafaq, Erfolg. Dieses bedeutet mit Hilfe Allahs Erfolg haben. Muwafaq kommt von dem Wort Wofk, liebe Brüder. Was auch abgeleitet wird von dem Wort Taufik, liebe Brüder. Taufik ist der Erfolg durch Allah. Der Erfolg mit Allah, liebe Brüder. In diesen ganzen Zielen, liebe Brüder. Auf der Arbeit, in der Beständigkeit, die du verfolgst. Und am Ende des Tages sagst, das ist Erfolg. Hast du einmal gesagt, mit Taufik Allahs schaffe ich das? Mit Allahs Hilfe kommt der Erfolg? Oder hast du gesagt, ich habe das geschafft? Und das ist die Einführung zu unserem Iman des heute Abend, liebe Brüder. Was Erfolg ist. Das Problem, liebe Brüder, beim Planen des Erfolgs vergessen wir Allah. Wir streben ein Ziel hinterher, sei es ein gesunder Körper oder sei es eine stabile Tasche, ja, die gefüllt ist mit gut Money. Wir vergessen Allah plötzlich. Ja? Wir verfolgen ein Ziel, wir arbeiten dorthin, dies machen wir stabil, beständig und sagen am Ende des Tages Erfolg. Allah Jalla Jalaluhu möchte aber, liebe Brüder, weil er uns liebt und wie sehr er uns liebt, haben wir in unzähligen Unterrichten gehört, liebe Brüder, wie sehr er uns liebt. Allah Jalla Jalaluhu möchte für uns wahren Taufik. Wahren Erfolg. Den Erfolg, dem wir hinterhergehen, liebe Brüder, ist vergänglich. Denn nichts bleibt ewig hier auf dieser Dunya. Richtig? Dein Alter, ja, deine Jugend bleibt nicht ewig. Du wirst heiraten. Ja? Die Schönheit deiner Frau wird schwinden. Ja? Oder sie wird sterben, von dir gehen. Du wirst vielleicht irgendwann nicht mehr arbeiten können, durch Alter, richtig? Und so weiter, liebe Brüder. Gesund ernähren, ja? Sport machen, Fitness, das kann vielleicht eines Tages nicht mehr klappen, liebe Brüder. Eines Tages wird es mit Sicherheit nicht mehr klappen, wenn du diese Welt wechselst, liebe Brüder, wenn du stirbst. Und hier ist die Sache, wenn dies alles ein Erfolg ist, was allerdings vergänglich ist, sollte doch mein Fokus folgende sein. Was ist Erfolg, was beständig bleibt? Liebe Brüder, wenn du so erfolgorientiert bist, Ziele hast, ja, über diese Aktien sprichst, ja, und wie viele Jugendliche zu uns gekommen sind, ist Bitcoin halal oder haram, Aktien dies, wo soll ich investieren und so weiter, all diese ganzen Floskeln, lieber Bruder. Ja, so viel Zeit investieren wir, so viel Energie geben wir in diese Sache, ja, was nicht verwerflich ist, ja, sich zu informieren, ob etwas halal ist oder haram ist. Aber es gibt, bevor man diese Ziele hat, ein Ziel, welches stabil sein muss. Iman. Weil sonst wirst du am Ende des Tages ein verwirrter Muslim sein. Du wirst
während der Reise zum Ziel, während der Reise auf der Arbeit, während der Beständigkeit, die ja, du immer wieder in deinem Leben hast, durch Unibesuch, durch Arbeit gehen, durch die Ehe, die beständig fortlaufend ist, die immer wieder fragen, warum bin ich unzufrieden? Was stimmt mit mir nicht? Irgendwie läuft das nicht. Irgendwie fehlt etwas Gewaltiges in meinem Leben und du findest die Antwort nicht. Die Antwort ist ein stabiler, gesunder Iman, ja, liebe Bruder. Und Allah Jalla Jalaluhu möchte wahren Taufik, wahren Erfolg für uns, nicht vergänglichen, liebe Bruder. Und womit beschleunigt Allah Ta'ala uns diesen wahren Taufik, diesen wahren Erfolg, lieber Bruder? Soll ich euch das sagen, womit Allah Jalla Jalaluhu in diesem kurzen Leben von 60 Jahren, ja, Allah Jalla Jalaluhu diesen Erfolg für uns garantiert? Womit? Mit Unheil, mit Sorge, Kummer, Stress, Krankheit. Allah Jalla Jalaluhu katapultiert förmlich uns innerhalb einiger Tage, weniger Tage oder weniger Jahre, ja, wenn wir mit Unheil, Krankheit, Stress, Sorge, Kummer, Leid, Depression, weiß ich nicht, ein Sterbefall in unserer Familie richtig umgehen können, richtig deuten können, lieber Bruder, liebe Brüder, katapultiert er uns zum wahren Erfolg, Taufik. Gibt es hier einen in den Raum, der noch nie Stress hatte? Der noch nie Probleme hatte? Der noch nie Unheil hatte? Gibt es nicht, ja? Gibt es einen hier in diesem Raum, der mal in diesem Moment der Prüfung, mal die Prüfung verhauen hat? Gesagt hat, was soll das denn jetzt? Warum Allah? Warum ich? Warum jetzt? Da gibt es jetzt einige. Auch wenn du das nicht ausgesprochen hast, dein Zustand hat so gesprochen, aber vielleicht das ein oder andere Mal. Allah Jalla Jalaluhu will dein Erfolg, Bruder. Dein Taufik. Du willst vergänglichen Erfolg, Bruder. Du rennst hinter der Dunya her. Allah Jalla Jalaluhu will, während du dieser Dunya herrennst, die eigentlich immer wieder mal kurze Pausen geben, damit du dich erinnerst zurück an ihn, an Iman. Die Sahabe, liebe Brüder, und wir haben natürlich, bevor ich zu den Sahabe komme, ja, wir haben natürlich in unserem 14. Unterricht gelernt, eine Floskel mitbekommen, all die Jahre, ja, Ruhe im Leben. Ja, wie wir auch gestern Abend auf unserer Tour den Brüdern in Oberhausen darauf aufmerksam gemacht haben. Uns wurde eine Floskel mitgegeben, lieber Bruder, ja, Ruhe im Leben zu haben, kein Stress. Baba, ich will chillen, ja. Genau so reden wir, Abi, ja. Was machst du, Bruder? Antalya-Urlaub, 3 Wochen chillen, Bruder. Ja. Mit der Hoffnung, dass du, wenn du zurückkommst, absolute Ruhe und du entspannt bist. Wie sah dein Urlaub aus? Ja, am Flughafen Stress, auf der Fahrt dahin Stress. Am Flughafen Stress, ja, dann gibt es noch Turbulenzen, denkst du, Allah, am sterbe ich, ja Rabbi, was ist das für Anteil der Urlaub, ich wollte doch noch Umrah machen, ne? Ja, ne? Und so weiter, lieber Bruder, richtig? Währenddessen denkst du dir so, aber die Sonne ist zu heiß, ich habe vergessen, mich einzucremen, du kriegst Sonnenbrand, du liegst 2 Tage mit Fieber und Durchfall im Bett, du wolltest Ruhe. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagt, in dieser Dunya gibt es keine Ruhe. Guten Morgen, liebe Brüder. In dieser Dunya gibt es keine Ruhe. In dieser Dunya gibt es Sa'adat, Glückseligkeit, Herzen, im Herzen, lieber Bruder. Ruhe im Herzen, Zufriedenheit im Herzen gibt es, liebe Brüder. Aber wenn Iman nicht im Herzen ist, dann suchst du in deinen vergänglichen Zielen, in deiner vergänglichen Arbeit, in der vergänglichen Beständigkeit, die nicht ausgewogen ist, Erfolg und Ruhe und Zufriedenheit. Und jedes Mal bist du gegen die Wand geknallt. Ja, du suchst da deinen Erfolg, hier dein Erfolg, hier dein Erfolg. Und die Nachrichten während der Suche, die von Allah kommen, ja, per Unheil, Sorge, Stress, Krankheit, kannst du nicht richtig deuten und fällst tiefer und tiefer. Und diese Unterrichte, Brüder, dienen dafür, für die Vorbereitung, für solche Tage, die uns erwarten. Damit wir sagen, oh, Allah will in diesem Moment mich nach vorne katapultieren. Er will Taufik für mich. Er will Erfolg für mich. Für Ahiret. Ja, für die Ewigkeit.
für die absolute Beständigkeit, liebe Brüder. Das muss uns klar werden. Die Sahabe, jetzt kommen wir zu den Sahabe. Die Sahabe waren traurig, wenn ihnen kein Unheil zuteil geworden ist. Sie waren eine lange Zeit nicht krank, sie waren traurig. Oh, was habe ich für einen Fehler gemacht, dass Allah nicht mein Erfolg will. Versteht ihr, wie sie Krankheit betrachtet haben? Als Taufik, als Erfolg. Stress, Kummer, Sorge, Leid. Ja, diese brennende Brust, ja, wenn du weinst, Bruder, ja, wenn diese Brust brodelt, ja, wenn du hier so nicht mehr schlucken kannst vor Tränen in den Augen und du weißt nicht mehr weiter, ist das die Einladung von Allah für deinen wahren Erfolg. Und du denkst dir so, Muslim Babai Achia, ja. Ja. Lass Azadbirul laufen. Ja. So ist das, so sind wir, Abiler. Wir lachen ja für uns, weil wir uns erkennen in diesen Wörtern, liebe Brüder. Diese Wörter, die sollen ja dafür dienen, aufzuwachen, uns in Richtung Sahabe-Ikram zu bewegen. Sie waren traurig. Soll ich euch etwas noch Interessanteres erzählen? Eines Tages kommt eine Sahabe-Frau zu unserem Propheten, a.s.w., und sagt, ja, Rasulullah, ich möchte mich scheiden. Der Gesandte Allahs, a.s.w., sagt, warum? Warum möchtest du dich scheiden? Wisst ihr, was sie sagt? Meinen Mann trifft schon seit Längerem kein Unheil. Ich habe Angst, dass Allah Ta'ala mit ihm abgeschlossen hat, für ihn kein Taufik will, für ihn kein Erfolg will. Und mit so einem Mann, für den Allah kein Erfolg will, will ich nicht verheiratet sein. Allahu Akbar. Ja. Wallah, ich habe Gänsehaut wieder. Ja. Das ist heftig, Rabia. Wisst ihr, was passiert? Kurz danach fällt er hin, bricht sich was und sie bleibt mit ihm verheiratet, sagt Alhamdulillah. Ja, liebe Brüder, ja. Du brichst dir was, du machst Unfall, irgendwas. Allah will dein Erfolg. Du musst aber nur richtig deuten können, lieber Bruder. Du musst nur richtig diese Einladung verstehen. Ja, ne? Was verstehen wir? Erfolg. Erfolg für Ahiret ist das eigentliche Geschäft, Bruder. Nicht Baba-Business machen hier in Dunya. Du kannst Baba-Business machen hier in Dunya, aber mit Iman. Du musst mit Iman diesen Business machen, damit du die Beständigkeit ja, nicht in Übermaß in dieser Arbeit machst. Sonst bist du nur in Dunya drin. Du läufst hinter Dunya her, subhanallah. Ja, und hast keine Zeit mehr zu Sohbet, zu Jamaat Namaz. Ich frage meine Brüder manchmal, ja, die nah zu einer Moschee wohnen, Bruder, gehst du Masjid, gehst du zu Gebet? Ja. Gehst du mal einen Wakit zum Gebet? Aber nein, ich bete nur zu Hause. Das ist eine Gefahr. Das ist eine Gefahr. In der Gemeinde liegt Rahmet. In der Jamaat liegt Rahmet. Keiner sagt, ich sage nicht, geh jede Wakit dahin. Geh einmal am Tag, subhanallah, zu Masjid, zu Jami, subhanallah. Füll. Ich finde nicht den Weg dahin, weil ich zu viel gearbeitet habe. Zu viel mit Familie, zu viel mit Arbeit, ja, ist nicht zu viel mit Hobby, zu viel mit Shake machen, damit du einen Baba-Körper hast. Allahu Akbar, ja. Wo ist der Erfolg? Wo ist der Erfolg? In Akhiret. Was? Und wir behaupten ja, wir sind ja ziemlich intelligente Menschen und wir liken diese Insta-Business-Könige, ja, wenn sie, weiß nicht, gut erzählen können und so und denken so, ja, Mann. Das ist das, was ich machen will. Ich will dieses Geld machen. Ich muss gut investieren. Und denkst du, bist ein guter Geschäftsmann. Ein guter Geschäftsmann denkt weit in die Zukunft, nicht für ein, zwei Wochen. Und in diesem symbolischen Beispiel können wir die Dunya betrachten als ein, zwei Wochen Investition. Achiret allerdings ist absolut beständig für die Ewigkeit. Wenn du ein Geschäftsmann sein möchtest, wenn du investieren möchtest, wenn du einen Businessplan machen möchtest, lieber Bruder, dann mach ihn für Achiret. Weil du weißt nicht, wann du stirbst. Ja. Wer weiß, wie viele mir erzählen können, wie man investiert. Ja. Oder in was man investieren soll. Oder wie man einen Shake machen soll. Oder wie man einen Diätplan macht. Dies ist alles nicht verwerflich. Aber zeitgleich, Bruder, sag mir, was will Allah Jalla Jalaluhu mit der Krankheit uns sagen? Antworte mal darauf.
Ja, Bruder, dass wir Alhamdulillah sagen. Und das haben wir in der Wiege gelernt, diese Antwort. Aber irgendwie führt diese Antwort nicht dazu, dass du am Tag X, wenn dich Unheil trifft, Alhamdulillah sagst. Im Straßenverkehr, und dieses Beispiel nenne ich oft, weil wir rasten im Straßenverkehr aus. Ja, Subhanallah, wir sagen, wie fährt der denn? Was ist das denn für einer? İnsanların hakkına giriyoruz, den Recht von denen nehmen wir. Wir lügen, wenn die uns Polizei uns anhält. Oho, Iman! Wahrer Erfolg ist für Akhirat. Also sagen wir in diesem Businessplan Iman, Ziel, Arbeit, ja, Beständigkeit, Erfolg, sagen wir so. Iman, für einen gesunden Iman, brauchst du Iman-Ders, Iman-Unterricht. Wenn wir weitergehen, was soll mein Ziel sein? Rizahi ilahiyya, die Zufriedenheit Allahs, lieber Bruder. Arbeit, Ibadet, Hizmet. Ja, du sollst Ibadet machen, ja, Gottesdiensten nachgehen. Du sollst Hizmet machen, ja, für die Menschen arbeiten, liebe Brüder. Die Beständigkeit soll, das Wort Beständigkeit soll austauschen mit dem Wort Ikhlas, aufrichtig. Du sollst aufrichtig sein, lieber Bruder. Und dann können wir sagen, Erfolg, wahre Taufik. Wahre Erfolg, Taufik ist die Zufriedenheit Allahs. Lieber Bruder, mit anderen Worten ist es auch vielleicht Marifatullah, Allah kennengelernt zu haben. Wer ist Allah? Subhanallah. Und wisst ihr was, liebe Brüder? Das war gerade erst die Einführung zu dem Vers von heute Abend. Liebe Brüder, wir haben noch nicht mal angefangen zu lesen. Jetzt fangen wir an zu lesen. Jetzt gehen wir zu einem Meister rüber. Jetzt gehen wir zu einem Meister rüber, liebe Brüder, der wahren Erfolg in seinem Leben hatte, wahren Taufik. Ein Allah-Dost, sagen wir im Türkischen. Evliya. Ja. Deren Bücher müssen wir lesen, weil das sind die Menschen, die in dieser Dünya ihren Businessplan für Akhirat richtig gut gemacht haben. Ja. Richtig investiert haben und wir profitieren von ihrem Businessplan für Akhirat. Liebe Brüder, meine Brüder, schauen wir mal, was der Meister sagt. Schauen wir mal, was der Meister sagt. Er sagt, O du Kranker, jene, O dujeniger, der du getroffen wurdest mit Unheil, Stress, Leid, Kummer und Sorge. O du Kranker, der du ächzt und stöhnst, betrachte nicht das Äußerliche deiner Krankheit, und sage nicht, ach, betrachte ihren Sinn und sage, oh, mashallah, was für eine schöne Einleitung. Was meint der Meister hier? Er sagt, betrachte die Krankheit nicht äußerlich, sondern ihren wahren Sinn. Und jetzt müssen wir, wir sind im Unterricht, Abi, ja, jetzt müssen wir den wahren Sinn von der Krankheit erkennen, liebe Brüder. Nicht den äußerlichen, nicht die äußerliche Seite. Und, liebe Brüder, die äußerliche Seite betitelt man auch als Alemi Mülk. Ein Wort lernen wir heute Abend. Welches Wort? Alemi Mülk. Sag mal mit, Alemi Mülk. Richtig. Dies, liebe Brüder, ist dafür da, die äußerliche Welt uns zu definieren. Eine Krankheit trifft dich, Stress, Sorge trifft dich, ja. Mit der Brille, Alemi Mülk, was du siehst, ja, also die Materie, ich sehe die Tasse, deswegen befindet sich diese Tasse in der Alemi Mülk, Alem Welt, Mülk, Materie, die Welt der Materie. Du sollst die Krankheit nicht mit der Brille Alemi Mülk betrachten, sagt der Gelehrte. Der Gelehrte sagt, betrachte die Krankheit im wahren Sinne, nämlich mit der Brille Alemi Melekut. Welche Alem? Genau. Alem Melekut. Wir lernen hier gerade, haben wir gesagt. Alem Melekut ist die Welt, die wir nicht sehen. Melekut, Engel. Sehen wir die Engel? Nein. Sind die Engel vorhanden? Ja. Wir sind Muslime, wir glauben an die Engel.
Richtig, liebe Brüder? Alim Melekut. Wir nennen ein Beispiel. Wenn wir eine Grube schaufeln würden, ein Grab aufschaufeln würden, äußerlich betrachtet mit der Brille Alem Mülk, sieht diese Grube oder dieser Grab hässlich aus. Richtig? Tust du da einen Muslim rein, ja, und bedeckst ihn mit Toprak, mit Erde, kann diese Grube, dieser Grab mit der Brille Alem Melekut, ja, die den wahren Sinn eigentlich wiedergibt, zu einem Paradiesgarten werden. Richtig? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, für die Muslime, die praktizierend waren, mit Iman gestorben sind, auch noch Menschen waren, die auch wirklich gebetet haben, ja, sich angestrengt haben, auf Halal und Haram aufzupassen, liebe Brüder, wird diese Grube, ja, die äußerlich gesehen dunkel, dreckig, mit Würmern, mit Schlangen, mit Skorpionen aussieht, zu einem Garten des Paradieses. Und der Gelehrte sagt, betrachte die Krankheit von nun an nicht mit der Brille Alem Mülk, sondern Alem Melekut. Wie machen wir das? Eine Unheil, eine Sorge trifft uns. In dem Moment musst du nach diesem Unterricht sagen, oh, Allah will mein Taufik, Allah will mein Erfolg. Aber dieses Erfolg kannst du nur betrachten oder sehen, wenn du die Brille Alemi Melekut auffasst und siehst, ja, natürlich, Allah Jalla Jalalu will Erfolg für Akhirat für mich haben. Okay? Des Weiteren sagt er, wenn Krankheit nicht etwas Schönes bedeuten würde, guck mal, wie der zweite Satz anfängt, wenn Krankheit nicht etwas Schönes bedeuten würde, Alemi Melekut, ja, also Krankheit, Sorge, ist eigentlich was Schönes, richtig? Weil Allah will unser Erfolg. Wenn Krankheit nicht etwas Schönes bedeuten würde, hätte der Schöpfer in seiner Barmherzigkeit seinen vielgeliebten Diener und Anbeter nicht die Krankheiten gegeben. Ja, eine echte Überlieferung sagt sogar, diejenigen, welche am stärksten von Unglück und Mühsal geplagt sind, sind diejenigen, welche auch die besten und vollkommensten unter den Menschen sind. Allen voran der Dulda Ayyub a.s., die Propheten, dann die Awliya und danach die Rechtschaffenen betrachteten die Krankheiten, unter denen sie zu leiden hatten, als wahre Anbetung und ein Geschenk der Barmherzigkeit Allahs und dankend und in Geduld. Jetzt aber. Damit wir das Gelesene jetzt verstehen. Wer ist derjenige, der von Allah Jalla Jalalu am meisten geliebt wird? Rasul Akram, oder? Sallallahu alaihi wasallam. Habibullah. Ja, der Liebling Allahs. Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Er ist der Liebling Allahs. Schauen wir auf sein Leben. Ja. Ohne Vater aufgewachsen, auf die Welt gekommen, mit 6 Jahren Mama verloren, richtig? Bis zu seinem 6. Lebensjahr hat er schon 5 Häuser gewechselt. Allah, Allah. Boykottiert hat man ihn, verletzt hat man ihn, angespuckt hat man ihn, geschubst hat man ihn. Nicht, dass es dabei bleibt. Die starke Kraft, die neben ihm war, seine Ehefrau hat er verloren. Ja. Seinen Onkel hat er verloren, Abu Talib. Richtig? Die auch als starke Figur in seinem Leben da war. Dabei bleibt es nicht, liebe Brüder. Alle seine Töchter hat er verloren, bis auf Fatima radiallahu anha. Alle seine Kinder hat er verloren, subhanallah, ja. Er musste sie alle begraben, Abiler, ja. Wenn Allah Jalla Jalaluhu mit der Krankheit, Unheil, Sorge, Stress, Leid, etwas Böses meinen wollen würde, hätte er das mit seinem Liebling gemacht? Nein. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam musste das durchmachen, weil er der vollkommenste Mensch ist. Das absolute
Taufik musste bei ihm sein. Deswegen musste das absolute Kummer, Sorge, Krankheit, Unheil bei ihm sein. Denn Allah Jalla Jalaluhu hat in diese 63 Jahre Leben das absolute Taufik, Erfolg versteckt. Subhanallah. Worin versteckt? In Unheil. In Stress, Sorge, Kummer und Leid. Was für eine Perspektive, oder, liebe Brüder? Und wir könnten bis zum Morgengrauen noch aufzählen, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam durchgemacht haben und die Sahabe Ikram durchgemacht haben. Und vor kurzem hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem jungen Mann. Er sagte zu mir, ich finde es ungerecht, dass Babys sterben und ich lebe. Für den einen oder anderen kann vielleicht sein, und ich fand diese Frage mega interessant. Für den einen oder anderen kann es vielleicht sein, wie kann man so eine Frage stellen? Ich finde diese Frage absolut berechtigt. Um seinen Iman zu stärken, muss man auf diese Fragen Antworten haben. Oder nicht, liebe Brüder? Sonst läufst du mit diesem Gedanken lebenlang rum und du denkst dir so, wenn es Gott gibt, dann dürfte es eigentlich keine toten Babys geben. Oder warum lebe ich eigentlich, wenn es tote Babys gibt und die direkt garantiert werden, dass die ins Paradies kommen und ich ein Leben führen muss und wo es heißt, Jannat oder Jahannam vielleicht, 50-50. Richtig? Und der Bruder sagte, ja, die Babys sterben, kommen direkt in Jannat. Und ich? Bei mir besteht die Gefahr, dass ich Jahannam komme. Mit dieser Aussage nur betrachtet, wenn wir sie objektiv so nehmen, würde man sagen, ja, ne, er hat voll recht. Und so gehen natürlich diese ganzen neuen Gruppierungen im Islam los. Ne? Irgendwas kommt logisch vor und denkst du so, ja klar, das stimmt so, passt mir, macht Sinn. Ja, weil wir das mit der Brille Alim Mülk betrachten. Alim Melekut. Das Kind ist Jannat. Richtig? Das Baby stirbt, kommt in Jannat. Was wird dir denn gegeben? Allah Jalla Jalalu, liebe Brüder, hat einen Namen. Er sagt, ich bin Al-Adl, der Gerechte. Allah betitelt sich selber so. Dein Schöpfer, ja, der dich erschaffen hat, deine Liebsten erschaffen hat, alles um dich herum erschaffen hat, damit du hier gerade sitzen kannst, ja, sagt, ich bin Al-Adl, der Gerechte. Dein Gerechtigkeitsgefühl in dir sagt aber, ja, das ist ungerecht. Wer zunächst einmal hat dir das Gerechtigkeitsgefühl überhaupt in dir gegeben? Allah Jalla Jalalu. Das Gerechtigkeitsgefühl, was du in dir trägst, ist nur eine Projizierung der Namen Allahs oder des Namen Allahs Al-Adl in dir. Wenn du Gerechtigkeit ausübst auf der Welt, ist das nur, dass der Name Allahs in dir in den Vordergrund tretet und du den Esma, die Esma Allahs Al-Adl, ausführst gerade. Diese Momente dienen dafür eigentlich zu erkennen, wie Allah, was für Namen und was für Eigenschaften Allah hat. Wenn wir zu dieser Frage zurückkommen, damit das nicht so im Raum stehen bleibt, liebe Brüder, dieses Baby aber, liebe Brüder, hat sich dafür entschieden, ja, gesagt, ja Rabbi, ich will nicht in dieser Dunya bleiben. Ich will bei dir bleiben. Du hingegen hast ein absolutes Versprechen gegeben. Kalu bala. Ja, ich akzeptiere dich als mein Herr und ich nehme diese Last auf mich. Welche Last? Welche Last? Die Aufgabe, Stellvertreter Allahs auf Erden zu sein. Khalifa sagen wir. So viel in Koran wird das erwähnt. Und wir haben es den Bergen, ne, und der Erde Sunduk präsentiert oder vorgeschlagen. Wollt ihr nicht? Und sie haben alle Nein gesagt. Bis auf ein Mahlukat, der Mensch, hat gesagt, ich akzeptiere diese Aufgabe. Dass du heute da bist, ist die Akzeptanz dieser Aufgabe, dessen Versprechen du gegeben hast. Du hast jetzt, weil du lebst, das absolute, ja, oder das Potenzial, ja, das absolute Potenzial, ein Stellvertreter Allahs auf Erden zu werden, ein Freund Allahs zu werden. Das Baby nicht. Du aber hast
die Möglichkeit gehabt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennenzulernen. Das Baby nicht. Du hast die Möglichkeit, Jannatul Firdaus zu erreichen. Das Baby vielleicht nicht. Du hast die Möglichkeit, Allahs Namen kennenzulernen. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Karim. Und so weiter, liebe Brüder. Das Baby aber nicht. Liebe Brüder. Das Baby wurde so theoretisch gestillt. Mit der Möglichkeit, das ewige Leben im Paradies. Du hingegen hast die absolute Möglichkeit, der Nachbar des gesamten Allah sallallahu alaihi wasallam in Jannah zu werden. Und wenn du diese Möglichkeit nicht ergreifst, dann ist das nicht Allahs Schuld, dann ist das deine Schuld. Alles wurde dir gegeben, damit du ihn kennenlernst. Alles wurde dir für dich vorbereitet. Ja? Und noch dazu haben diese Gelehrten noch Bücher geschrieben. Allahu Akbar. Alles ist auf dem Präsentierteller. Damit du der Nachbar des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in Jannah wirst. Wenn du jetzt diese Möglichkeit nicht ergreifst und noch sagst, Allah ist ungerecht, dann bist du ein absoluter Verbrecher gegenüber Allah jalla jalaluhu. Und verdienst vielleicht mit dieser Aussage Feuer. Liebe Brüder, einmal zu dieser Frage. Wo wir gerade bei den Namen Allahs waren, liebe Brüder, ist Allah schön? Ja, oder? Allah ist schön. Richtig? Hat Allah die schönsten Namen? Ja, liebe Brüder, Allah hat die schönsten Namen. Vielleicht gibt es einige unter euch, die ganzen Namen Allahs auswendig können. Das wäre natürlich ziemlich schön, wenn man sie auch noch mit den Bedeutungen kennt. Wenn man aber zugleich auch noch mit den Namen umgehen kann, sie ergreifen kann im Alltag und sehen kann. Wenn du liebevoll bist, siehst du den Namen in dir. Ja, El-Wedud, der Liebevolle. Wenn du zu deinem Freund gut bist oder nur ein Freund bist, siehst du den Namen El-Wali. Richtig? Wenn jemand in deiner Familie stirbt, siehst du den Namen Allah Ta'alas Yumid, ja, der dir den Tod gibt. Ja. Wenn du jemanden siehst, der auf die Welt kommt, Muhi, ja, Hai ist mir Hai, der Leben gibt, der lebendig ist. Richtig, liebe Brüder? Und so weiter. Wir können aufzählen und aufzählen, liebe Brüder. Wenn wir jetzt diese Sache verstehen, dann werden wir ein großes Fundament im Islam verstehen. Alles, liebe Brüder, alles, was um uns herum ist, Alem Mulk, Alem Malekut, sind die Tajalli. Tajalli ist ein Begriff, was wir heute haben lernen. Projizierung der Namen Allahs. Jetzt gerade, liebe Brüder, schwebt symbolhaft ein Name Allahs über uns. Ar-Rashid, der die Rechtsleitung gibt. Allah, Allah. Al-Alim, der Wissende. Ja? Wir bekommen Wissen zuteil. Ja? Das sind alles Projizierungen der Namen Allahs, die gelesen werden möchten. Jetzt haben wir nochmal. Ist Allah schön? Ja. Sind Allahs Namen schön? Ja. Also ist alles, was von Allah kommt, schön. Ist die Krankheit dann schön? Ja, weil das sind die Namen Allahs, die in gewissen Konstellationen zueinander stehen und am Ende des Tages Fieber ergeben, lieber Bruder. Nun gibt es bei Schönheit aber, damit wir das verstehen, zwei Felder. Die offensichtliche Schönheit und die bedeckte Schönheit. Wenn ich jetzt, dieser Burger drinne, mit dem neuen Brot, ja, ist offensichtlich schön. Wenn einer Nein sagt, kann er nach Hause gehen. Ja. Das ist offensichtlich schön. Ja. Und dann noch, wenn Vedat Abi noch so sein Halal-Cocktail daneben tut, ist das offensichtlich schön. Richtig? Ist Gesundheit schön? Offensichtlich schön. Bedeckte Schönheit. Die offensichtlich schöne ist für jeden klar. Die bedeckte Schönheit. Ist Medizin offensichtlich schön? Nein. Ist die Spritze offensichtlich schön? Nein. Aber bedeckte Schönheit. Neticesi itibariyle, sagen wir im Türkischen. Yani,
Das Ergebnis bringt die Schönheit mit sich. Ist Krankheit offensichtlich schön? Nein. Ist sie bedeckt schön? Ja. Neticesi itibariyle güzel. Durch das Ergebnis der Krankheit ist die Krankheit schön, liebe Brüder. Wenn wir sagen, alles ist schön, müssen wir Schönheit definieren können. Es gibt offensichtliche Schönheit und bedeckte Schönheit. Ja? Ist Krieg schön? Nein. Neticesi itibariyle, aber durch das Ergebnis von einem Krieg kann, wenn dieses Krieg natürlich halal gemacht wird, ja, Ruhe und Frieden geschafft werden. Oder nicht, liebe Brüder? Dann ist ein Krieg beispielsweise bedeckt schön, liebe Brüder. Und so sehen wir, liebe Brüder, wenn wir diesen Imanunterricht verstehen, sagen wir jetzt, was ist Erfolg? Auf die Frage, was ist Erfolg, sagen wir, Allahs Plan führt uns zum Erfolg. Alles, was von Allah kommt, ist Erfolg. Alles, was von Allah kommt, ist Taufik. Führt zu Muwafaqiyat, zum wahren Erfolg. Nur wenn wir damit richtig umgehen können. Sonst nicht, liebe Brüder. Ein Zeichen, dass Allah Jalla Jalalu dich will. Wenn ich sage, dass Allah Jalla Jalalu dich will, meine ich, er will dich in Jannat sehen. Ja. Er will dich mit dir zufrieden sein. Ein Zeichen. Was ist ein Zeichen, dass Allah mich liebt? Wenn er dir Unheil gibt. Wenn er dir in deinem Leben Stress gibt, Bruder. Wieder dieser Brief und du denkst dir so, ich komme nicht damit klar. Ja. Mama so, Papa so, weiß ich nicht, Kind ist hingefallen, hat sich verletzt, dir geht's nicht gut. Rückenschmerzen mit jungem Alter, du denkst dir so, Mann, ich bin 30, ich fühle mich wie 60. Und so weiter. Ein Zeichen der Liebe Allahs. Subhanallah, ja. Subhanallah. Und dann gibt es diese Brüder, die sagen, ey Bruder, seitdem ich zu diesen Unterrichten komme oder ein Schüler eines Eulia geworden bin, ja, eines großen Meisters geworden bin, kommt Unheil über Unheil. Seitdem wir diese Unterrichte machen, über die Krankheit reden, jede Woche ist einer krank. Jede Woche passiert einem was. Sein Verwandter stirbt, der verletzt sich, der bricht sich was. Allahu Akbar. Was passiert denn jetzt hier? Wisst ihr, was passiert? Du willst das allererste Mal in das Paradies, seitdem du aktiv bist. Und in das Paradies kommt man nicht einfach so rein. In das Paradies kommt man mit Taufik rein, mit dem Erfolg Allahs, mit der Erlaubnis Allahs rein. Mittels Krankheit, Sorge, Stress. Weil du willst in dasselbe Paradies rein, Bruder, wo die Sahabe Ikram drin sind und sie haben geweint, geschwitzt und geblutet. Und du willst, Baba, ich mache Antalya Urlaub, ja? Ja? Genau so, was ist das, Abia? Ja? Rüttel dich mal, ja? Komm mal klar. Ja, rüttel dich mal, wirklich. Das ist Gaflet, das ist ein Traum, in der du lebst. Du weißt nicht, wann du stirbst und bereitest dich immer noch nicht vor, subhanallah. Du bist 15, du bist 20, du bist 25, 30 und hast in deinem Leben noch nie vielleicht so einen Iman, der es gehört. Das ist Ayyib, Abi. Es ist nicht Ayyib, wenn du auf die Frage keine Antwort hast, ey, was soll ich investieren? Gold, Silber, Palladium, Platin, Bitcoin, Halal oder Haram? Das ist nicht Ayyib. Ayyib ist es, wenn du immer noch nicht diese Unterrichte gehört hast. Oder nach diesem Unterricht dich nicht aktiv irgendwie in diese Richtung bewegen möchtest. Das ist Ayyib, liebe Brüder. Und wisst ihr, die Propheten haben so viel durchgemacht, Brüder. Die Lieblinge Allahs. Unter ihnen gibt es einen, wenn wir über Krankheit sprechen, müssen wir in unserer Reihe mindestens einmal ihn erwähnen. Hazrat Ayyub a.s. Liebe Brüder. Hazrat Ayyub a.s. hat 70 Jahre in Gesundheit gelebt, liebe Brüder. 70 Jahre. Dann kamen die 18 Jahre Krankheit plötzlich. Oder die 18 Jahre Unheil, liebe Brüder. In diesen 18 Jahren Unheil hat er alles Hab und Gut verloren.
Überleg mal, du baust dir etwas auf. Ja? Du hattest eine Vision und diese Vision hast du erreicht. Und irgendwas passiert, alles geht zunichte. Alles. Dein ganzes Hab und Gut geht zunichte. Dabei bleibt es nicht, dass deine Vision, dein Geschäft untergeht. Ja? Dabei bleibt es nicht, dein Haus stürzt ein und deine 13 Kinder sterben. Allah. Dabei bleibt es nicht, alle, die dir vertraut haben, vertrauen dir nicht mehr, glauben dir nicht mehr. Dabei bleibt es nicht und du wirst noch krank. Du wirst bettlägerig. Subhanallah. 18 Jahre lang. In diesen 18 Jahren kommt seine Frau, die treu an seiner Seite war. Seine Frau ist die Tochter von Jakob, alaihissalam, Hazrat Jakob. Ihr Name ist Leia. Sie sagt zu ihm, diese treue Ehefrau, oh mein Mann, oh Ayub, warum machst du nicht Dua? Warum machst du nicht Dua, dass Allah dich heilt? Du bist doch der Prophet. Allah wird seinen Propheten sein Dua akzeptieren. Wisst ihr, was Ayub alaihissalam sagt? Allah hat mir 70 Jahre Gesundheit gegeben. Subhanallah. Wie soll ich jetzt in diesen 18 Jahren nicht dankbar dafür sein, ja, dass er mir ja, diese 70 Jahre Gesundheit gegeben hat? Mit was für ein Gesicht soll ich jetzt sagen, mach mich gesund? Ich wäre ein undankbarer Diener, wenn ich sagen würde, ich bin mit dem unzufrieden, was du mir gegeben hast. Ja, Rabbi. Allah, Allah. So oft sagen wir das doch in unserem Leben. Ne? Warum ich, warum jetzt, warum meine Mutter, warum meine Kinder, warum meine Ehefrau, warum mein Auto, warum meine Arbeit. Ja. Und dann, Allah Jalla Jalaluhu schenkt aus seiner Gnadengabe Ayub alaihissalam weitere 70 Jahre Gesundheit. Allah, Allah. Und 16 Söhne, mashallah. Allah Jalla Jalala prüft manchmal, wie du mit der Krankheit umgehst, lieber Bruder. Er möchte sehen, wie du mit der Krankheit umgehst. Und wenn du vielleicht stabil bist, mit der Krankheit gut umgehen kannst, sagt Allah, wenn ich meinen Diener selbst Dunya gebe, bleibt er auf dem Pfad der Taufik, des Erfolgs. Wenn ich ihm Dunya gebe, meinen Diener, Gesundheit gebe, meinen Diener, wird ihn das nicht mehr vom Weg abkommen lassen. Wir allerdings sind noch nicht so vorbereitet. Bei uns muss einmal gut laufen, weiß ich, 5000 Euro in der Tasche, oho, erstmal Dubai. Ja, nicht Masjid. So ist das, liebe Brüder. Aber Ayub a.s. hat in dieser Krankheit Dua gemacht, liebe Brüder. Das darf man nicht vergessen. Aber erst wann, liebe Brüder, als er gemerkt hat, dass die Krankheit sein Herz erreicht. Und wenn sein Herz nicht mehr Allah sagt, wäre es für ihn ein wahrer Unheil geworden. Gesagt, o Allah, mir ist gewiss Unheil widerfahren, doch du bist der Barmherzige, Barmherzigste der Barmherzigen. Ja? So, gib mir Gesundheit, subhanallah. Und Allah Ta'ala hat Ayub a.s. Gesundheit gegeben. Gehen wir rüber zum Buch. Wir haben noch, inshallah, 15 Minuten vor uns, liebe Brüder. Sie haben, also die Großen, die Awliyas, die Propheten, die Rechtschaffenen, sie haben die Krankheit, sie haben sie wie eine Operation angesehen, die von dem barmherzigen Schöpfer, dem Erbarmer ausgeht. Und jetzt sagt der Gelehrte, spricht zu uns, o du Kranker, der du Ach und Weh schreist, der ein Unzufrieden bist, wenn du in die Schar der Erleuchteten eingereiht werden möchtest, sei geduldig und dankbar. Wenn du aber anklagst, also unzufrieden bist, werden sie dich nicht in ihre Gemeinschaft aufnehmen. Du wirst in die Grube der Gottvergessenen stürzen. Du wirst einen dunklen Weg gehen. Allah, Allah. Wenn du nun undankbar bist, Bruder,
aus diesem Unterricht deine Lehren nicht nimmst und immer noch zu den Eligafil gehörst, wirst du in eine Grube fallen, die dunkel ist. Du wirst nicht zu den erleuchteten Menschen gehören. Du wirst nicht zu den Schar, zu der Gruppe der Eulias gehören, zu den Freunden Allahs gehören, sondern zu der Schar, zu der Gruppe gehören, die Allah vergessen haben. Möge Allah uns bewahren. Ja, ein Teil der Krankheit, welche zum Tode führen, gilt als ein Märtyrum der Seele. Eine Schahidlik. Der Seele und verleiht einen Grad von Heiligkeit, der dem eines Bekenners entspricht. Subhanallah. Die Krankheit führt dazu, wenn du mit Krankheit stirbst, dass du Shahid wirst. Shahid. Wenn wir bei Shahid sind, Shuhada, Märtyrer. Wenn wir bei Shahid sind, müssen wir zwei Sachen erwähnen. Nämlich Shahidlik, der Shuhada sein, sind zwei Kategorien. Einmal Maddi Shahidlik, materiell gesehen Shahid, Shuhada, und Manevi, spirituell gesehen Shuhada. Es gibt Shuhadas, Shahidler, die materiell gesehen Shahid sind, Märtyrer sind, und es gibt Shuhada, Märtyrer, die Manevi Shahidler sind. Wie definieren wir das? Wie haben wir das zu verstehen? Materiell gesehen, Maddi Shahid, wenn jemand im Krieg stirbt, ja? Wenn jemand im Krieg stirbt, Brüder, unsere Brüder beispielsweise in Philistin, ja, wenn sie sterben, sind sie Maddi Shahid, materiell gesehen Shahid, Shuhada. Sie bekommen den Titel Shahid. Und wisst ihr, wie viele Überlieferungen es gibt über Shuhada? Dass sie keine Rechenschaft abgeben werden bei Allah, direkt in Jannat kommen? Dass sie lebendig sind, aber wir sie nicht sehen und nicht wissen, wie sie leben? Subhanallah. Dass die Shuhada sagen, oh Allah, schick mich zu der Welt zurück und lass mich den Moment, wo ich die Welt verlasse, wieder erleben. Weil das ein Genussmoment war. Allah, Allah. Subhanallah. Alem Mulk. Mit der Brille Alim al-Mulk betrachtet Philistin, wo unsere Brüder sterben, ist das Bild hässlich. Richtig? Mit der Brille Alim al-Malakut ist das Bild für unsere Brüder schön. Denn alles, was von Allah kommt, ist schön. Liebe Brüder, sie bekommen das Paradies. Allah, Allah, ja. Und nun gibt es aber für so Leute wie wir, die nicht im Krieg sind, ja, vielleicht im Krieg sind, mit seinem Nefs. Und das ist das größere Dschihad, der größere Krieg, sagt der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, gibt es die Möglichkeit, ein Manevi-Shahid zu werden, ein spiritueller Shahid zu werden. Wenn du dich aktiv, ja, mit der Erziehung des Nefs beschäftigst und in dieser Anstrengung dein Leben fortführst und während dieser Anstrengung stirbst, stirbst du inshallah als Manevi-Shahid. Wenn du ein Mensch bist, aktiv in einer Gemeinde und ein Hizmet-Ahli bist, ein Mensch ist, der den Menschen dient, ja, Tee verteilt, Toiletten putzt, ja, weiß nicht, Staubsaugung tut, die Treppen putzt, die Fenster putzt, weiß ich nicht, all das ein Kellner ist und du während dieser Hizmet stirbst, stirbst du als ein Manevi-Shahid. Subhanallah. Und dann gibt es die Kategorie Istiqamet-Shahide. Istiqamat bedeutet die Beständigkeit auf Allahs Weg. Wenn du einer bist, der stabil ist mit jungem Alter und wirklich sich nicht herumreißen lässt von den trügerischen Bildern draußen und Istiqamat hast, stirbst du als Istiqamat-Shahide, subhanallah, Manevi-Shahid. Ja, subhanallah. Diese Shahid, Manevi-Shahide, werden gewaschen. Werden auch an ihren Ort gebracht, wo sie sterben. Die Leute, die im Krieg sterben, muss man nicht waschen. Ja? Sie kann man begraben direkt vor Ort, wo sie die Welt verlassen haben. Die Manevi-Shahidler werden ganz normal wie alle anderen auch gewaschen, ja? Und zu ihren Dörfern vielleicht gebracht, in unserem Fall Türkei. Ja? Möge Allah Ta'ala uns so zu einem Shahid machen, Abi. Wenn wir schon die Möglichkeit nicht haben, in einem Krieg zu sterben, wie die Brüder in Philistin,
dann inshallah als Manevi-Shahid, im eigenen Krieg mit seinem eigenen Nefs, im Dienst Allahs, ja, indem man freundlich ist zu den Menschen, indem man die Leute bedient, die Menschen, liebe Brüder. Und wenn wir Shahid sagen und jeder von uns hat so einen Wunsch, Shahid zu werden, weil auch noch die Option gibt, ohne Rechenschaft in Jannah zu gehen, ja, müssen wir einen Namen heute Abend noch erwähnen, nämlich Khalid bin Walid, radiallahu anhu. Ein Krieger, subhanallah, der in 14 Jahren 35 Kriege gemacht hat. In jedem Krieg, wo er Kommandant war, haben die Muslime gewonnen. So sehr, dass ihm gesagt wurde, du darfst kein Führer im Krieg sein. Weil die Muslime vielleicht anfangen, dass der Erfolg, Taufik, von dir kommt. Ja, Khalid, du musst mal zur Seite. So sehr ein erfolgreicher Krieger hatte den Wunsch, im Schlachtfeld zu sterben. Als ein Mahdi-Shahid. Was ist passiert? Allah hat ihm das nicht gestattet. Khalid bin Walid radiallahu anhu ist in seinem Bett verstorben. Als ein Manevi-Shahid, liebe Brüder. Und es gibt Überlieferungen, wer oder wessen Herz brennt, ein Shahid zu werden, selbst wenn er in seinem Bett liegt, Allah ermöglicht ihm den Märtyrertod. Möge Allah Ta'ala uns, ja, zu jenen Muslimen machen, ja, die ein Manevi-Shahid werden. Khalid bin Walid radiallahu anhu, zu den letzten Wörtern von heute Abend, sagt, die Häuser der Feiglinge sollen zugrunde gehen. Ein hartes Wort im letzten Moment, richtig? Er sagt, die Häuser der Feiglinge sollen zugrunde gehen, die nicht aufstehen, die nicht arbeiten für den Islam. Ja? Im Türkischen sagt man zu den Soldaten, Mehmetçik. Wisst ihr, was das bedeutet, liebe Brüder? Die kleinen Mohammeds. Jeder von uns, lieber Bruder, muss ein Mehmetçik sein. Ein kleiner Mohammed sein in seiner eigenen Dünya, in seiner eigenen Welt. Liebe Brüder. Ja. Arbeiten für die Dawa des Gesandten Allahs. Ja. Ein Manevi Mehmetçik sein. Es gibt Mahdi Mehmetçik, die an der Front sind. Und es gibt Manevi Mehmetçik, wie wir heute Abend erfahren haben. Die sich damit beschäftigen, mit dem inneren Kampf. Ja. Die sich damit beschäftigen, die Muslime, ja, bei der Tradition zu halten, ja, sich zu entfernen von, weiß ich nicht, Ahli Bidat-Leuten, liebe Brüder. Deswegen ist es wichtig, ein Manevi Mehmetçik zu sein, ein kleiner Muhammad zu sein, sallallahu alaihi wasallam, liebe Brüder. Und zur letzten Aussage von dem Meister: Wenn du also geduldig und dankbar bist, kannst auch du ein solches innerliches Zeit. Es gibt besonders gesegnete Krankheiten, wie solche, die bei Geburt eines Kindes auftreten. Ertrinken, Verbrennen, Bauchhöhlenvereiterung, sowie solchen, die jemanden dazu führen, dass er ein Manevi-Shahid wird. Die ihm dem Tode den Grad der Heiligkeit, Wali, Euliyalık, verleihen. Und weil die Krankheit die Liebe zur Welt und das Interesse an ihr schwächt, mildert sie den Schmerz, der für die Welt Leute, yani Ahli Dunya, wegen der mit dem Tod verbundenen Trennung von der Welt besonders traurig und bitter ist, ja, lässt den Tod zuweilen sogar herbeisehen. Liebe Brüder, möge Allah Ta'ala uns Bewusstsein geben, dass wir mit diesem Ders von heute Abend richtig in unserem Leben umgehen können, diese Unterricht in unserem Leben integrieren können, liebe Brüder. Bei Allah, wenn ich von hier oben spreche, bedeutet das nicht, dass ich das verinnerlicht habe. Ich lese, ich notiere mir das, macht auch Dua für mich. Ja? Und die große Gefahr ist es für diejenigen, die reden, dass sie es in ihrem eigenen Leben nicht umsetzen, liebe Brüder.
Ihr seid der Beweis der Aufrichtigkeit, liebe Brüder. Ja, es ist einfach zu sprechen. Das Schwierige ist, in die Tat umzusetzen. Lasst uns einander Dua machen, dass wir diese Wahrheiten aufrichtig in unserem Leben umsetzen. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Ma salawat.